Das sagt man ja im Vogtland. Ach, die Sau. Die hatte Temperament wie ein Eimer Leim. Ne? Ein Stelldichein mit der Vogtland-Landrätin Resi gab es zur Museumsnacht in Plauen. Im echten Leben Erzieherin verwies die Grand Dame der vogtländischen Stand-up-Szene in feinster Mundart auf das Motto des Abends: Entschleunigung. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Im Atelier von Thomas Beurich brachte die aus dem Radio bekannte Plaunerin ihre Erlebnisse zur persönlichen Entschleunigung dem Publikum mal, näher. Bruder, kannst du schon die Uhr analog lesen? Das muss man ja heute fragen, obwohl du bist ja noch aus einer Generation, da lernt man das. Ne, ich habe euch über die Liebe aufgeklärt, wie es ist mit Männern und Frauen im Speziellen und Allgemeinen. Voriges Jahr hat man das mit den Kindern, der Pädagogik, wie das ist. Ihr seid ja mit mir alt geworden. Und die, die es noch nicht sei, die können jetzt mal bei den Temperaturen erleben, wie das ist, wenn man in der Menopause ist. Entschleunigung. Entschleunigung. Die Leute sagen ja immer zu uns, ja, wir haben zu viel Stress, wir müssen irgendwie mehr die Ruhe reinbringen. Ne? Und wie ich jetzt hierher gelaufen bin, habt ihr ja gesehen. Ne? Das sagt man ja im Vogtland. Ach, die Sau. Die hatte Temperament wie ein Eimer Leim. Also richtig schlürfbar. Ne? Mein Problem ist halt, ne, dass mich langsame Menschen aggressiv machen. Obwohl ich total ausgeglichen bin. Aber also wenn, was ist so, wenn so Leute nicht aus der Soße kommen, ne, da kriege ich eine Meise. Eine Freundin, die sagt immer zu mir, Madame Fix. Du bist Madame Fix. Weil ich alles immer fix mache. Fix mal einen Kuchen backen, fix mal durchwischen, fix mal die Kinder erziehen, fix mal in ein Orgelkonzert rammeln, in die Johanneskirche. Alles wird fix erledigt. Fix, 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 fix. Resi, du hast keine Ruhe. Du musst mehr Ruhe reinbringen in dein Leben. Das ist viel zu hektisch. Und dann denke ich, ja, oh ja, die haben recht, die haben recht. Ich brauche mehr Ruhe. Ich brauche mehr Ruhe. So, dann hole ich mich beim Yogakurs angemeldet. Gut, ich habe gesagt, ich mache das im Selbstversuch. Rechts an der Wand hing eine Uhr vorne an der Stirnseite. Die war krasser wie die. Klack, 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 klack. Links saß die Yoga-Frau, die wie so eine Art Guru war die, ne? Wie so eine Art Yoga-Guru. Die hat so Raster, wie so ein Aufbau, wie so ein Turmbau zu Babel, hat die oben gehabt auf ihrem Kopf. Wunderbar entspannt war die, entspannt, ne? Und ein Räucherstäbchen angezündet. Neben der war Rauch. Es hat geraucht, geraucht, geraucht. Und dann hat die einen Kassettenrekorder gehabt. Und da kam aus der Brüllbox, kam wir beginnen mit der Uhr, mit dem Urschleim und das ist die Atmung. Und deshalb atmet sie jetzt mit uns. Und dann hat die gesagt, wir atmen ein. Jetzt hat die aber eingeatmet, viel länger, wie ich das kann. Jetzt bin ich durcheinander gekommen, ne? Weil ich schon... Und dann dachte ich, Gott im Himmel, wen atmeten die wieder aus, innerlich. Ich wollte mir ja aber keine Blöße geben, ne? Dann hat die endlich ausgeatmet. So, dann hast du, es tut mir leid, ich muss sie mal, also ich, mit der Atmung, ich komme nicht zurecht. Ich erstick fast, ne? Sie müssen in ihrem eigenen Atemrhythmus weiteratmen. Ha, hat die aber nicht meinen Atemrhythmus gekannt, ne? Die machen es alle. So, jetzt kämpf mal mit. Und dann kam es da dazu, dass wir uns alle in Schneidersitz setzen mussten. Mir gegenüber war ein junger Mann. Ich habe gedacht, nach einem Bandscheibenvorfall, okay, du kannst zwar nicht mehr so, meine Hüftbeuger sind nämlich zu kurz. Aber ich habe gedacht, gut, wenn gegenüber dir der junge Mann sitzt, klappt es vielleicht auch mit den Hüftbeugern. Ne? Aber der hat ein Turnhose gehabt. Ein Turnhose. Ich sag jetzt mal, um das jetzt nicht so vulgär, ich sag jetzt mal mit Spiel. Dass ihr wisst, was ich gesehen habe im Schneidersitz. Ne? So. Ich hab gesagt, nein, das mach ich nicht mit. Das mach ich nicht mit. Das mach ich nicht mit. Also, das ist nichts für mich. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht 10 Sitzungen. Ne? Da drehe ich durch. Da bin ich ja noch mehr im Stress. Ich habe es einfach gelassen. Ich habe das mir nicht von der Krankenkasse zurückgeholt. Ich habe einfach gedacht, die freie sich einmal über 100 €. Ne?
So. Also mit anderen Worten, Selbstversuch gescheitert. Jetzt habe ich gedacht, Gott im Himmel, wie entschleunige ich denn? Sagen alle, Resi, du bist so nervös, hast so viel. Du musst mal zur Ruhe kommen. Habe ich ja wieder eine Freundin, die hat jetzt zu mir gesagt, die machen nur noch langsam Beischlaf. Ich will das Wort mit die drei Buchstaben nicht sagen, weil ich gefilmt wäre. Deshalb sage ich Beischlaf. Die sagt mir sei jetzt in dem Alter, da machen wir das nur noch ganz langsam. Wir machen das quasi entschleunigt. Früher haben wir uns ja bald umgebracht. Aber jetzt machen wir das entschleunigt. Und da habe ich gesagt, na, also tut mir leid, also entweder richtig oder gar nicht. Ja? Real jetzt Herzen, kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vogtland-tv.de.